Willkommen zurück zu Turboprop Flight Simulator. Heute werden wir mit den Missionen weitermachen. Ich habe die auch schon beide freigeschaltet. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit der oberen an. Triebwerksausfall. Also an einem bestimmten Punkt werden wir einfach ein Triebwerk verlieren. Und dann werden wir es ohne dieses Triebwerk versuchen. Ja. So, da sind wir abgehoben. Fahrwerk rein. Und dann können wir auch wieder ein bisschen Schub rausnehmen. Wir brauchen hier nicht so viel Schub, hier durch die Gegend zu fliegen. So. Dann ein bisschen runter. Und hoch. Sonst knallen wir ja noch dagegen. Wo ist der nächste Checkpoint? Weiter links. Komm schon. So, und jetzt nach oben. Oben werden wir dann mal bremsen, damit wir nicht so schnell werden. Dann ist hier noch der nächste Checkpoint. Dann geht's nach rechts. So. Oh, und ihr seht, da ist so ein Ausrufezeichen drüber. Das heißt hier, ja, ein Triebwerk ist ausgefallen. Das heißt, wir machen einfach das Gegenüberliegende auch aus. Machen wir mal ein bisschen mehr Schub. Oder, naja, wir fliegen gerade bergab unter die Brücke durch. So. Komm schon. Ach, Mist. Das haben wir leider verpasst. Dafür werden wir die hier aber bekommen. Hier eins. Und weiter rechts nochmal. Dann sind wir auch über den Berg. Dann können wir auch nochmal bremsen. Und Bremse. Und dann können wir weiter runter wieder. Und wir landen auch gleich. Das heißt, ich kann jetzt auch wieder automatische Bremse anmachen. So. Und da fliegen wir auch an der Stadt vorbei. Nur noch dieser Checkpoint und der nächste und dann landen wir auch schon. So, schön nach links. Komm schon. Okay, Fahrwerk raus. Fahrwerk da. So. Okay, das war eigentlich eine ganz gute Landung. Wow, okay. Stopp bitte. So. Zurück auf die Rollbahn bitte. Danke. Und dort können wir dann bremsen. Gut, haben wir geschafft. Wir haben 250 bekommen. Ich habe einen Checkpoint nur verpasst. Ja, ist okay. So, okay, die Autos ins Flugzeug laden, losfliegen und im Tunnel landen, mal wieder. Das Fahrzeug rausfahren und in den Tunnel reinfahren. Okay, Start. Wo ist das Flugzeug? Ah, das kommt, glaube ich, gerade angefahren. Ich will einfach fahren, ja. Und ich hätte gerne die äußere Sicht. So, lenken, okay. Folgen wir einfach mal der Straße. Oder auch nicht. Weil wir hier nämlich auf den Flughafen müssen.
Oh Gott, das ist eine echt komische Lenkung. Ein bisschen kompliziert. So, dann ein bisschen mehr Schub. Geben wir Gas. Das Flugzeug kommt nämlich. Und können wir auch mal ein bisschen ein. Okay, das Auto reagiert kaum. Automatische Bremsen. Ich weiß nicht genau, wohin wir jetzt fahren müssen. Ach, einfach rein. Okay. Also ich glaube, das kriegen wir hin. So, wieder ein bisschen Gas geben. Komm schon. Kurz bremsen. Okay. Na, geht die Luke auf oder nicht? Weiß nicht. Okay. Dann laufen wir mal. Ach ja, man kann hier hinten auch die Tür selber aufmachen. So. Nee, wir wollen die Rampe haben. Sehr gut. Dann, oh, steigen wir wieder ein. Machen wir die automatische Bremse mal an. Und drehen dann mal ein bisschen nach links. Fahren wir dann oben rein. So. Und das andere Fahrzeug sollen wir nicht hinbringen, oder wie? Ja, keine Ahnung. Machen wir einfach zu und fliegen los. So, Pilot werden. Und jetzt müssen wir einfach zum Tunnel fliegen, okay. Also wir haben auch keine richtigen Checkpoints mehr. Dann drehen wir einfach mal das Flugzeug auf die Startbahn. Und dann können wir abheben. So, drehen, drehen, drehen. Gas geben. Und jetzt können wir uns auch anfangen, nach oben zu drehen. Und da heben wir ab. Müssen wir drehen. Einfach drehen. Und dann fliegen wir hier einfach über die ganzen Berge drüber. So, ich weiß auch nicht, wie weit das jetzt entfernt ist. Ah, jetzt sehe ich es auf der Karte. Okay, ist ein bisschen weit weg. So, ein bisschen weiter drehen. Gut. Und jetzt halten wir einfach mal die Position hier. Bisschen weiter nach unten. Und dann fliegen wir. Da sind zwei Punkte. Ich weiß nicht, welchen ich zuerst anfliegen soll. Oh, das ist auch gleich schon hier. Also bremsen. Schub natürlich auch runter, sonst macht das ja wenig Sinn. So, ich sehe nicht ganz, was da drauf steht. Das steht im Weg. Okay, landen. Wir sollen hier landen. Wie sollen wir hier landen? Keine Ahnung. Okay, das war ein Fail. Ja, okay. Wir sind gegen den Berg gekracht. Aber ich denke mal, wir haben das Auto geliefert. Also eigentlich ja erfolgreich. Was sollen wir mit dem anderen machen? Keine Ahnung. Nehmen wir mal diesmal das andere. So. Oh, die Kamera will nicht ganz. Das Flugzeug ist da. Dann drehen wir mal und fahren wir an dem neuen Auto vorbei. So, diesmal fahren wir hier lang. Dann geben wir Gas.
müssen das andere, das Flugzeug ja einholen. Ganz schnell fahren. Einmal ein bisschen übers Gras. Ist ja auch nicht so schlimm. Ist ja ein recht robustes Auto, so. Bremsen, bremsen, bremsen. Okay. So, und sind wir auch gleich da. Bisschen weiter nach rechts und jetzt nach links. Noch ein bisschen nach rechts. Und nach links. So. Sollte passen. Muss ja nicht perfekt sein. Rampe. So, zurück ins Auto fahren. Machen wir jetzt wieder die automatischen Bremsen an. Oh Gott, wir fahren gleich gegen die Wand. Was? Wir haben den Checkpoint schon erreicht. Ich fahre mal noch ein bisschen weiter. So. Oh, wir streifen die Sitze. Okay, ich glaube, das sollte reichen. Ja, ich stecke hier ein bisschen fest. Komm schon. Danke. Können wir hier zumachen. Und versuchen hier mal durchzulaufen. Komm schon. Ich komme nicht an den Sprung ran. Moment. So, kann ich springen? Ja. Oh, das war der Zoom. Springen. Danke. Jetzt sind wir dran vorbei. Gehen wir hoch. Und Pilotenansicht. Automatisch bremsen. 60% Schub und dann drehen wir um. So, einmal umdrehen. Und dann machen wir die automatischen Bremsen aus. Und machen wir mal kurz 100% Schub, damit wir schön abheben können. Oh, wir können schon längst abheben. Also wir haben schon längst die Geschwindigkeit erreicht. Fahrwerk rein. Und dann müssen wir eine große Rechtskurve machen. Über die Berge. So, da sind wir fast über die Berge drüber. Und dann einfach dem Pfeil wieder folgen. Diesmal halte ich mich weiter links. Wir mussten da ja landen. Und ich bin halt gegen die Berge gekracht. Deshalb bleibe ich hier weiter links. Können wir von links nach rechts einfach landen. Und natürlich wieder Schub raus. So, okay. Wir müssen nur noch über diesen Berg hier drüber. Also kann ich schon mal automatische Bremsen anmachen. Dann werden wir ein bisschen langsamer. Und ich sehe es auch schon. Das heißt, wir drehen jetzt mal nach rechts. Und sinken ein Stück. Fahrwerk können wir auch schon raus machen. Schub können wir auch schon ein bisschen rausnehmen. So, alles in allem sieht ganz gut aus. Wir sind auf einem guten Weg hier. Ich weiß nicht genau, ob man hier landen sollte. Aber gut. Okay, bremsen, damit das Flugzeug keinen Schaden nimmt. Bremsen, okay. Brems, brems, brems. So. Nein. Schub aus. Einfach bremsen, bitte. Dankeschön. Okay, wir sollen jetzt also aussteigen und das Fahrzeug nach unten nehmen. Ich hätte die Tür vielleicht erstmal aufmachen sollen. Ah, diesmal hat es geklappt. Da ist ja alles in Ordnung. Machen wir es zur Rampe und fahren wir. Rückwärtsgang. So. Und
und ich weiß nicht genau, wohin wir müssen. Wohin müssen wir? Ach, nach links. Okay. Wow, sollen wir einfach über den Berg jetzt rüberfahren, oder wie? Schub, Rückwärtsschub aus. Fahren erstmal hier einmal rum. Wir fahren einfach neben der Straße. Geht auch. Wo sollen wir hin? Ich glaube, das ist die falsche Richtung, weil da sind nur Berge überall. Komm schon, gib ein bisschen Gas. Dann fahre ich einfach wieder in die andere Richtung. Ich weiß halt nicht genau, wo der Tunnel ist. Wow, die Motoren. Ich habe die fast berührt. Ich guck mal kurz. Ah, wir kennen leider nicht die große... Ach doch, da. Die große Karte. Tunnel. Ja, Tunnel. Ich glaube, wir müssen jetzt gleich nach links. Also ich weiß halt nicht genau. Einfach ein bisschen mehr Schub. Ja, hier müssen wir hin. Wow, da geht's steil runter, deshalb fahre ich mal lieber wieder ein bisschen rechts. Oh, okay, wir sind fast umgekippt. Keine Sorge, Leute, ich habe alles im Griff. Glaube ich. Weiß ich gar nicht mehr, ob ich alles hier im Griff habe. Jedenfalls sind wir hier am Tunnel. Jetzt gehen wir mal schön Gas. Licht natürlich anmachen, damit wir was sehen können. Dann Vollgas. Das ist ein recht langer Tunnel. Wir fahren hier auch recht schnell durch. Wir sind aber auch gleich da. Ganz in der Nähe. So, vom Gas gehen. Hier kommt eine Kurve. Und da ist es auch schon. Also wir sind fast da. Ich weiß nicht, warum hat man dafür... Ah. Oh Gott, ich habe es fast berührt. Okay, hier ist ein Transporter einfach umgekippt. Das hätte man auch, glaube ich, ohne Flugzeug geschafft. Aber gut. Ja, wir haben die Zeitmission nicht geschafft. Machen wir noch eine? Ja, schauen wir sie uns mal an. 1 Minute 30, also das sollten wir schaffen. Wir sollen Flaggen einsammeln. Oh, okay. Erstmal natürlich Schub rausgenommen. Okay, wir fliegen an allen vorbei einfach. Warum sind die alle da auf einem Haufen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls müssen wir hier eine Kurve fliegen. Und werden mal ein bisschen langsamer, weil wir sonst keine gute Kurve fliegen können. So, da sind die ganzen Flaggen. Und einige sind ganz schön gefährlich, weil die auf dem Damm drauf sind. Aber ich glaube, ich nehme erstmal die hier oben. Einfach die da. Und dann drehe ich wieder um. So, wieder einmal bremsen. Und dann einmal umdrehen. Dann schnappe ich mir die da einfach. Und dann fliege ich einfach geradeaus zum nächsten. Wir müssen halt einfach alle diese Flaggen einsammeln, um die Mission zu beenden. Bremsen. Einmal bremsen, danke. Haben wir schon einige. So. Stampfen wir uns die da oben. Haben wir die auch schon. Oh Gott. Ja. Sitzen wir hier. Was machen wir jetzt? Fahrwerk raus, komm schon. Ach komm. Wow. Also.
Ja, ich sitze einfach hier so auf dem Berg. Und ich weiß auch schon, was das heutige Thumbnail wird. Nur so. Moment. Da. Ich glaube, das ist es. Weiter. Nein, das war es nicht. Das machen wir wieder zurück. Das da war es aber. Weiter. Okay. Sehr schön. Wir sitzen ja einfach so auf dem Berg. Kann man noch weiter rauszoomen? Ich glaube nicht. Na ja gut, das war's dann mit der Folge. In der nächsten Folge versuchen wir es einfach nochmal. Ja, ist wirklich phänomenal der Anblick hier. Ich werde dann aus dem Video irgendwelche Thumbnails raussuchen. Mal gucken, ihr werdet es ja eh sehen. Das war's also mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!